Das Wort hat der Regierungsrat Stefan Attiger. Wissen Sie, dass über ein Drittel von der Aargauer Kantonsfläche Wald ist? Das entspricht einem Gebiet, das ungefähr so gross ist wie der ganze Kanton Basel-Land. Als Sohn eines Försters habe ich natürlich von Kind an einen speziellen Bezug zum Wald. So sind wir früher viel im Wald gewesen, haben gespielt, sind auf Entdeckungsreisen gegangen oder haben Servola brötelt. Darum liegt mir der Wald natürlich am Herzen. Und dass ich heute als Regierungsrat für den Aargauer Wald zuständig bin, freut mich sehr. Der Aargau ist ein Waldkanton. Wenn Sie auf einen Jurahügel steigen und runterschauen, dann sehen Sie eine sanfte Landschaft mit viel grünem Wald. Das ist uns wichtig, weil der Wald Raum für Erholung bietet. Im Wald kann man spazieren, joggen, biken oder wenn es im Sommer heiß ist, einfach Kühle und Ruhe geniessen. Jede Aargauerin, jeder Aargauer kann zu Fuß in einer Viertelstunde im Wald sein. Das ist doch Lebensqualität. Der Wald liefert uns aber auch einen natürlichen, einheimischen und nachwachsenden Rohstoff, Holz. Holz zum Bauen, für Möbel oder zum Heizen. Über da hinaus schenkt er uns Pilz und Beere. Als grossflächiger, naturnaher Lebensraum trägt der Wald entscheidend zur Förderung und zur Erhaltung von grossen, kleinen und ganz kleinen Tieren und Pflanzen bei. Unser Wald ist also mehr als nur ein grüner Farbtupfer in der Landschaft. Und der Wald ist im Vergleich zu seinem Nutzen sehr günstig. Städte und Gemeinden wenden viel Geld auf, zum Park zu unterhalten. Das ist durchaus auch wichtig. Wenn wir aber sehen, wie wenig wir im Vergleich für den Wald ausgeben und wie viel er uns zurückgibt, kommt man zum Schluss, dass der Wald auch ökonomisch sehr gut dasteht. Darum lohnt es sich, ihn zu schützen, zu pflegen und auch zu nutzen. So lade ich Sie gerne ein, gehen Sie wieder mal in den Wald. Übrigens, unter waldkompass-aargau.ch bietet Ihnen die Aargauer Waldeigentümer ein vielfältiges Angebot an Ausflügen, Wanderungen und Trauweien an. Soweit die ganz persönliche Meinung vom Regierungsrat Stefan Attiger. Exklusiv bei Radio Agovia.